Ist doch Ja, auch da mal müssen was. wir, Plattformspalt hatten wir, ne? Ja, das hatten wir. Den linken Ich glaube, da, hier sind den. nur noch zwei Sachen. Einmal so eine Virusinjektion und Und ein irgendein Spiel noch. Hacken. Hacken? Was müssen wir noch hacken? Die Werkstatt. Die Oder? da hier unten bei mir? Ja, ich glaube schon. Ne, die habe ich schon. Okay, warum ist die rot? So, was machst du da jetzt? Nee, Virussammlung können wir nur machen. Ah, das ist mit dem Auto, ne? Ja, genau. Ja, das können wir gerne machen. Egal. Eine Welle, 60 Kills, ja. Ja, aber dann kommen wir eben zu dir. Aber was sollen wir killen? Aha. On top again. Ich verstehe. So viele Genkis. Aber Chris meinte das bei The Elder Scrolls Online, dass es so ist, dass man immer nur eine Quest gleichzeitig haben kann. Also im Grunde wirklich Skyrim. Dass man das. Er meinte wirklich, das Spiel sei nicht anders als Skyrim. Weiß ich gar nicht mehr. Und ich das du kriegst es, glaube ich, näher am Anfang ist das so, ja. Ich weiß nicht, wie lange er schon gespielt hat, aber. Das, nein, dass du wirklich immer nur eine gleichzeitig verfolgen kannst. Achso, ja, das weiß ich nicht. Das Problem nee, ist. Bei Skyrim kannst du aber mehrere gleichzeitig verfolgen. Du kannst ja mehrere auf aktiv setzen. Ja, aber du kannst nicht mehrere so sehen. So direkt. So anzeigen lassen oben. Achso. Das geht da nicht. Das Problem ist, lohnt es sich nochmal 60 Euro im Grunde für nur den Multiplayer auszugeben? Ich meine, ich fand das Spiel nicht schlecht. Ich glaube, das könnte interessant werden, wenn du zusammen mit anderen spielst, aber alleine ja. Für mich brauche ich es jetzt nicht unbedingt. Ja, aber guck mal, du zahlst ja im Grunde, zahlst du ja, also wirklich, wenn Chris sagt, das ist genauso wie Skyrim, dann ist es so wie Skyrim bei Chris. Na, es ist nicht ganz genau wie Skyrim für mich. Es hat schon natürlich seine Ähnlichkeiten. Oh, den hast du als Geisel genommen. Und du hast ihn erschossen. Aber sie haben schon viel davon genommen, natürlich. Ja, aber genau das ist es ja. Gerade das sind die vier davon genommen. Dann hätten sie doch lieber ein eigenständiges Spiel. Hast du schon mal PvP gemacht? Das war, als ich gespielt habe, noch nicht aktiviert. Ach so. Ich bin eh nicht so der PvP-Typ, muss ich sagen. Ja, aber mich hätte mal interessiert, wenn es das überhaupt gibt. Ich weiß ja überhaupt gibt's. Nicht. Also, kommt dann auf jeden Fall noch rein. Ich glaube, First-Person-PvP ist das ätzendste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Ja gut, das ist also das Markenzeichen von The Elder Scrolls Spiel, ne? Ja, dieses First-Person. Dass du Third- und First-Person immer wechseln kannst. Ja, ist klar. Trotzdem ist First-Person-PvP das, oder First-Person, ist so ätzend, das ist einfach nur penetrant. Also ich spiele ja auch lieber in Third-Person, muss ich sagen. Weil dann sehe ich einfach auch mehr. Ja, gut. Was müssen wir jetzt machen? Monster Truck Clown. Habe ich gar nicht. Geiler Scheiß. Alter, das ist ja auch voll gar nicht. Wolltest du einsteigen? Eigentlich schon. Oh, na komm. Beeil dich besser. Bitte nicht. Oh. Ihr Schweine! Du warst das! Ich war das gar nicht, ich hab da gar nichts gemacht. Du bist dagegen! Ach, pappalapapp. Dagegen gelaufen, wenn ich das schon höre. Oh Mann. Kann doch nicht sein. Spawnt aber schon eh gleich wieder. Ja, jetzt müssen wir die scheiße Mission nochmal annehmen. Die scheiße Mission? Scheiße Mission, ja. Frauen, ey. Was? Das habe ich wohl falsch verstanden. Oh. Ah, ja. Manchmal geht diese scheiß Spezialfähigkeit nicht. Holst du dir eigentlich noch eine Next-Gen-Konsole? Kann sein. Mal gucken. Welche? Xbox, PS4 oder Wii U? Ja, du glaubst ja, Wii U ist jetzt nicht unbedingt Next Gen, würde ich mal behaupten. Gehört aber dazu. Leider ist es so. Für mich nicht. Nintendo bin ich eh nicht so der große Freund. Ist halt nicht so meine Konsole. Xbox werde ich mir auch nicht holen. Also wenn, dann die PS4, weil ich weiß, du holst dir die Xbox. Nein, nicht mehr. Wolltest du doch holen. Ja, ich hab hast du sogar in Saints Row noch gesagt? Ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Und jetzt sagst du, du holst dir die neue Wii U? Ja. Mit dem tollen neuen, was auch immer dazukommen wird? Mit den ganzen tollen Spielen, die... Nee, die haben doch was Neues vorgestellt. Diese Fusion-Kacke oder sowas. Ja, irgendwie so ein Scheiße. Nee, ich meine die
Wii U halt. Nee, mich interessieren die Spiele mehr. Was haben die denn für Spiele? Alles. Mario Kart, Ja, das sind aber so Spiele, die sind schon ausgelutscht bis zum geht nicht mehr. Ja, du hast recht. Wogegen alle anderen Konsolen und PCs mit Innovationen überaus trumpfen. Ja, aber komm, Mario gibt es schon seit locker über 20 Jahren. Ja, ja. Da gut, kommt nichts überhaupt, das ist immer dasselbe. Halt nur ein bisschen hübscher gemacht. Wie gesagt, wogegen alle anderen Spieler dieser Welt ja mit Innovation. Ja, aber besser als Nintendo. Für mich hat Nintendo schon in dem Sinne verkackt, dass sie dann immer gesagt haben, ja, es kommen neue Spiele von, was weiß ich, Zelda oder so und ja. Wobei jetzt Zelda auch nicht meine Reihe ist, aber. Ja, man muss es halt mögen. Geschmackssache. Das. Ja, aber da kam irgendwie nichts, dass Nintendo eigentlich so seine Spieler im Grunde verarscht hat. Und das immer noch tut irgendwie. Aber ich meine, mir ist es egal, jeder soll ja kaufen, was er will. Mir. Wenn jemand die Nintendo, die Wii U gut findet, dann ist doch schön. ich finde sie nicht gut. Das klingt halt auch so geil. So. Ja, wer es toll findet, schön, aber. Ja, ist doch so, was soll ich da groß sagen? Ich kann ja nicht sagen, ey, wenn du die Wii U kaufst, dann sind wir aber geschiedene Leute. Dann kenne ich dich nicht mehr. Das sagst du nicht in der Aufnahme, oder was? Das sage ich dann danach. Ja, ja, genau. Nee, aber es. Ich meine, wer der Meinung ist, der muss sich die Wii U holen, ja gut, der soll sich die holen. Alter, das klingt so beleidigend teilweise. Ja, das gleiche sage ich aber auch über die PS3, über PS4 oder so, Xbox 360. So von der Tonart, das klingt einfach so. Wer ist mein? Mein Gott, ist eh alles scheiße. Ja, im Grunde ist das alles scheiße. Sind eh alle Idioten. Im Grunde, wenn du. Ja, dann hol dir einen Computer, weißt du? Ja, ich wollte gerade sagen, PC ist eigentlich sowieso das einzig Wahre. Da gibt's aber leider nicht alle Spiele drauf. Das stimmt. Aber sonst würde man mit dem PC immer besser fahren als mit irgendeiner Konsole. Ja, nein. Deswegen finde ich auch, dass die Wii U sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her schon ein bisschen mehr lohnt. Weil, du musst überlegen, ich könnte für die 200 Euro, die ich dann noch spare, sagen wir mal, meinen PC aufrüsten. Ja gut, aber was kostet die Wii U jetzt? 300 im Bundle mit Spielen. Na gut, dann kannst du dir aber theoretisch schon die PlayStation 3 kaufen. Und hättest immer noch was Besseres als die Wii U. Aber ich habe ja die Xbox hier. Ja gut, dann brauchst du auch nichts Neues. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Bei Nintendo, da haben die ein bisschen den Anschluss leider verpasst. Sonst hätten die vielleicht da mal was reißen können, aber die sind halt einfach zu weit hinterher. Gut, aber ich glaube, die brauchen das auch gar nicht. Ja, doch momentan ist Nintendo ja nicht mehr so. Ja. Liquide, aber sagen wir mal. Warte mal ab. Warte mal, bis diese Hochphase an Spielen da noch kommt. Ja, wenn sie denn mal kommt. Ich finde. Ja, es kommt doch jetzt. Es kommen doch jetzt nach und nach die ganzen Spiele raus. Die ganzen neuen, die ganzen Reihen. Das kommt, klar, aber. Irgendwo brauchst du auch seine Zeit. Oh, ich meine, hallo, Watch Dogs wird doch auch 30 Monate verschoben. Ubisoft verarscht doch da auch keinen. Looks like it all works. Stop by the doch, im Grunde schon, die Schweine. Inwiefern verarschen sie dich denn? Weil sie es verschieben. Ja, das ist unerhört. Wenn es der Qualität gut geht. Nee, die hätten ja sagen können, warum sie es verschieben. Ja, wegen GTA 5, mein Gott, ich glaub, der Hand. Nee, ich glaube, GTA 5 kam 2 Monate vorher. Die wollten es ja im November rausbringen. Ich glaube, das lag eher ein bisschen an ihrem eigenen Spiel, an Assassin's Creed 4. Nee, das glaube ich nicht. Doch. Nee. Weil dann wären die ja für sich selber Konkurrent im Grunde gewesen. Findest du doch. Und das wäre blöd. Ja, das Problem ist aber, dass Ubisoft ja jetzt jedes Jahr mindestens 2 Assassin's Creed rausbringen will. Ja, aber sowas wie Watch Dogs wird ja jetzt nicht jeden Tag kommen. Warte ab. Meinst du, das machen sie auch so ein Franchise draus? Ach komm, hier jedes Jahr ein neues Spiel? Klar. Man muss ja alles verwursteln. Ne? Hallo, es ist Ubisoft. Ah gut, das ist schon. Ubisoft bombt wird jeden Tag ein Spiel raushauen, wenn sie könnten. Ich glaube, das würden noch mehr machen, wenn sie könnten. Ja, gut. Ja, Red Dead Redemption 2 wird vielleicht kommen, ne? Erstmal sollte Red Dead Redemption für PC kommen. Wird's eh nicht. Ah, wer weiß. Nach drei Jahren wird's auch nicht mehr für PC erscheinen. Spekulationen gibt's ja immer. Ach ja, gab's auch über GTA 5. Ja, das kommt ja.
Ja, warte mal ab. Good news. I was able to open the door in the southwest of the city. Ich glaube ja auch nicht so genau dran, aber. Really useful. Think you can keep going with it? If it works, sure thing. Also kaufst du es mir, weil du ja nicht dran glaubst. Hä? Na, also ich glaube nicht, dass es jetzt am 12. März kommt. Nein, Gottes Willen. Aber ich denke schon, dass es kommen wird. Ja, gut, aber wann? Ja, aber das wird schon noch dieses Jahr kommen. Ich habe irgendwo gelesen, angeblich Ende des Jahres oder so im September oder so, ein Jahr nach Konsolen-Release. Ah doch, ich denke schon. Der mehr Rockstar hat ja auch ganz, wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Das sehe ich auch gar nicht auf der Map. Ja, ich bin ja noch gar nicht draußen. Ja, ich keine Ahnung, wollen wir noch eine nehmen müssen oder wollen wir jetzt Hauptmission weitermachen? Wir können jetzt nochmal Hauptmission machen. Die haben ja auch ganz viele Entwickler gesucht. Da musst du nochmal einmal zurückkommen wegen. Ich bin zurück. Achso, okay. Alles gut. Schön. Ich bin doch zurück. Oh, sprich mit Kinzi. Deine Mutter. Boah, die nervt. Ey, Kinzis Mutter, ne? Die alte Schabracke, ey. Unglaublich. Oh mein Gott. You're really making a big deal out of nothing. This is a great opportunity for him to build character. Kinzi, this is not the time for a teachable moment. If we don't help Matt, he will die. Fine, take this. Den habe ich auch dreimal im Keller. Thanks. I was talking to the robot. It's power armor. Same thing. Not really. A robot is an upcomer. Don't ruin this kid. Die alte Drecksau. Dürfen wir jetzt? Das gibt bestimmt einen Streik. Weißt du, sonst wurde ja alles zensiert, aber das nicht. This thing takes some getting used to. Are you breaking my power armor? If you do damage the power armor, you can find repair kits in the storage crates. Oh. Kommt mal her. Ihr blöden Kisten. Ihr Scheißkisten. You got arms on there for show. What can I do? I didn't have time to get them working, so. Oh, fuck me. Okay. I found you power armor. Perhaps it is missing stuff. Whee! Kitty, can you get this thing through the door? Oh my god, this is a real world. I can't just waggle my fingers and. Oh, look, Kinzi, you wee world. No. I got I'm guessing that's enough. Wohin müssen wir? Nach oben. Wir müssen auf. Juhu! Das ist ja. Wie Iron Man. Meine Frage ist nicht GTA immer, auch immer irgendwie dasselbe, bis auf GTA 3. GTA 3 ist was anderes. Was ist GTA 3? Ist nicht eigentlich jedes GTA gleich? Come on, you alien bastards! You take care of what's there, and I'll make sure they don't alert the others. Ja, abgesehen von der Story schon. Und dann beschwerst du dich bei Nintendo. Ja, aber bei Nintendo finde ich schlimmer. Weil ich Nintendo aber auch nicht so der Fan bin, das wahrscheinlich. Du! Du subjektiver Mensch. Ja. Du kannst nur deine eigene Meinung haben. Ich habe das früher gespielt gerne, aber ich war da auch schon mehr so der Sega-Spieler. Sega. Ich war immer anders als die anderen. Dann holst du dir doch bestimmt auch Sonic Boom. This is so much cooler than Marine One. Oh, Herr Mimmel. Erlös mich. Warum soll ich's mal holen? Gut, das sieht doch gut aus. Ich finde, Knuckles sieht scheiße aus. Ja, Knuckles. Das wäre für mich für schon so ein Grund zu sagen, ne. Ja. Ja, so Kleinigkeiten stören mich. Und dann ist vorbei. Dann ist Ende mit der Videospiel. Geil, das genau. Im Grunde, es gibt auch keine wirklich neuen Videospiele mehr. Ja, und dann hör doch auf, dich zu aber Spiele, die wenigstens ein wenig Neues bringen. Naja, Kleinigkeiten wie neue Features, wie zum Beispiel bei Remember Me.
dass du dir selber deine Sachen zusammenbauen kannst. Gab's bestimmt auch schon, aber davon weiß ich nichts mehr. Ja, stimmt. Und was du nicht weißt, das gab es ja auch nie. Ja, eben. Und aber bei Mario, was ist denn da mal Innovatives dazugekommen? 120.000 neue Anzüge. Das. Aha. Ja. Okay, das ist natürlich auf jeden Fall ein Kaufgrund. Ja, siehst du? Get away from me and mean it! Easy there, Matt. It's me. About time I was rescued. Ach, hier. If I didn't realize they had robots. I knew it was a robot. Der ist ja nackig. It's been on my case about it being power armor. So, not a robot. Toll, wir haben super Kampfmix, ganz ehrlich. Was soll uns denn passieren? Ja, wir kommen aus dem Gefängnis, ja. Wir kommen raus. Ja, Matt hat ein ganz großes Problem. Typical. Give me a moment to find the part. Wobei ich sagen muss, dass zum Beispiel Saints Row 4 doch... Naja, es hat auch keine Innovation. Es ist einfach nur... Das nimmt das Alte und verarscht es halt. Ja. Ach, jetzt müssen wir den nochmal verteidigen, den Kackmongo. Ja, so hab ich das gern. Wir müssen 4 Meilen mit dem Mech-Anzug zurücklegen. 4 Meilen? Oder im MI, was ist denn MI? Mikro-Inch. Mech-Instructor. Stimmt. Instructor. Instructor. Jetzt komm mal raus da mit deinem komischen Schild. Die gehen mir irgendwie auf den Sack. Die Typen hier? Ja. Die kommen da irgendwie nicht raus. Pussies! What's taking so long, man? You worry about your job and let me do mine! Na sag mal! Das reicht jetzt! Da werde ich zum Mac! Da werde ich zum Mac rein! Oh Gott! Es wird immer. Ich hab's doch vor der Aufnahme gesagt. Oh, wo bist du? Die Flachwitze werden jetzt immer härter. Ja. Von Minute zu Minute. Ja, wie säubere den Bereich? Lala. Wir sind doch keine Putzkolonne. Wie ein Viscera. Oh. Ja, ich hab mir das ja mal angeguckt. Und? Super Spiel, ey. Das ist total geil. Ohne Scheiß, das ist total lustig. Das mach ich doch zu Hause auch nicht. Warum soll ich das in einem Videospiel machen? Das ist ja genauso sowas wie der Toilettensimulator oder so. Mit dir kann man echt nicht diskutieren. Du bist auch so einer, der eigentlich nur diese Mainstream-Sachen macht, oder? Ja. I think I know how to use a gun, Matt. More than just a gun. Aber dem ist aber der Balken ziemlich klein. wo guckst du dem eigentlich hin? Ja, das ist mir gerade so aufgefallen. Ist was? Nein. Hier ist den Nacken. Die oder den Nacken? Den. Den? Ne. Der sieht so komisch aus. Ja, passt doch zu dir. Mit seiner Mini-Vinny. Mit seinem kleinen Balken. Ja. Hauptsache, das Niveau ist nicht ganz unten. Ja. Noch haben wir so 2 Minuten, ne? Für? Dann ist das Niveau weg. Ist das Niveau? Ich weiß sowieso immer, alle mit dem Spiel denken immer, die haben Niveau, ey. Ich frag mich nur, wo? Oh Mann. Leiden irgendwie alle an falscher Selbstbetrachtung. Genau. Naja, aber mehr schlimmer als du geht ja sowieso nicht. Ja, ich bin ja auch das Nonplusultra. Mhm. Ja, ja, und eingebildet bist du auch überhaupt nicht. Nö. Das ist halt eine gute Selbstbetrachtung. Oh Gott. Ja, du, ich merk schon. Super Selbstbetrachtung, echt. Ja, findest du nicht? Wahrscheinlich stürzt du. Ah, nee, stürzt du nicht. Alles gut. Was ist denn hier? Stärkt. Die Apokalypse! Apokalypse? Ja, die Apokalypse. Apokalypse. Jetzt lass den Apu da raus. Das ist die Apokalypse. Oh Gott. Stay close das ist to me, Flugzeug. Da sind 2 Flugzeugs. Oh. Ja, jetzt schon. Ach, hier über mir auch. La la la.
La la la. Da ist schon wieder eins. Wo kommen die denn her? Deinem Arsch. Echt? Ja. Was schauen wir hier? Ja. Hm. Wusstest du, dass Wissenschaftler derzeit daran arbeiten, einen Weltraumlift zu bauen? Ein Weltraumlift? Ja, mit dem du dann in 200 Tagen oder so in den Weltraum fahren kannst. Geil. Dann oben kannst du dann auf so eine Aussichtsplattform. Tja, aber wie schnell, ey. Vor allem, du bist in 200 Tagen so im Aufzug drin und der bleibt dann stecken. Und dann hast du keine Fahrstuhlmusik, da bist du aber bedient. Ich meine, die Fahrstuhlmusik waren alles besser. Nervt mich ja schon immer in Spielen, dass die da einfach keine Fahrstuhlmusik irgendwie reinbringen. Oh, wo gab's denn nochmal eine? Gut, das wird ich wollte schon sagen. Alright. Wo gab's denn nochmal irgendwo? Ich glaube bei Duke Nukem oder sowas. Ja, stimmt, da gab's welche. Okay. Nee, ich hab ihn angefasst. Jetzt müssen wir den Mech-Anzug verbrennen. Oh Gott. Den Naki. Mit nuklearem Feuer. Ja, auf jeden Fall. Let's do this. Warte, was ist jetzt? Boah, geil. Geil. Das wird nichts, aber ist geil. Musst du auch schießen? Ja. Geil. Wir stehen nebeneinander, wenn du mal nach links guckst. Ich kann nicht nach links gucken. Ich muss nach links gucken. Ach, da bist du. Hallo! Hi! Alles fit? Ja, muss ne. Und was machst du so? Ja, mach grad Pause. Ach, Pause? Hi! Von dem Bau. Vom Bau, ja. Vom Abbau, oder was? Ja. Da baut der eh alles ab hier, weißt du? Ah. That's not good. Was, da geht nicht kaputt? Oh, ich schieß trotzdem drauf. Ja, ich muss hartnäckig bleiben. Irgendwann muss es kaputt gehen. Oh nein, guck mal. Oh, scheiße. Glück gehabt, ey. Ah, ja, gut. Das wollte uns unterwandern. Ja, vor allem, warum fliegen die nicht einfach drunter her? Ja, die Sinjaks sind nicht ganz so gut, ne? Ja, ich merk schon. Ja, hallo, was ist denn jetzt mit dir? Geh mal kaputt. Whoa, where did that thing go? Ja, ich weiß auch nicht, warum das nicht kaputt geht. Du Scheiße oder so. Ja, du oder ich. Oder ja, die? Hier, das Schiff. Das Schiff, wo wir drin sitzen, das ist sowieso scheiße. Nee, das Schiff, das uns gerade verfolgt hat. Ja, das ist eher beschissen. Da ist noch eins. Da sind noch welche. Ja, die sind auch voll getan. Man sieht sie irgendwie recht schlecht. Hey, remember that big ship? Genau, mit einem Penis. Was, deine Mutter hat einen Penis? Was? Ja, weiß ich doch nicht, was du hier sagst. Deine Mutter. Penis? Keine Ahnung. Mhm. Mich wundert, woher du das wissen willst. Okay, I think you lost it. Du Drecksau. Hat sie dir das noch nicht erzählt? Nö, ich rede nicht so oft von meiner Mutter. Ich dachte, du hast mal mit ihr geredet. Oh okay, Gott! Noch nie! Ach du Scheiße. Das ist bestimmt ein Phaser. What's he doing, Kinzig? Nooo! Kinzig! Sorry, I'm facing the other way! So geht's auch. Langweilig. Ich hätte das gerne kaputt geschossen. Ich hätte gerne mächtige Badaboom gehabt. Badaboom? Aber so, naja. Johnny's alive. Boss, Johnny's dead. Who else would be stuck in a plane? Shandi? It was a life-defining moment for her. It's the only thing that makes sense. You're wrong. I think she's making a lot of sense. She's wrong. Find out where this is. We're getting my best friend back. Meg ist wieder da. Und keinen interessiert.